Heute machen wir ein Unboxing und zwar von diesem schicken Teil. Was hier gerade drunter fliegt, das hier ist die Logitech C922 Pro Streaming Webcam. Das ist in meiner Sicht eine der zurzeit auf dem Markt besten Webcams, die es gibt. Denn diese Webcam hat natürlich eine Auflösung von 1080p und diese Webcam kann aber noch vieles mehr als einfach nur normal als Webcam fungieren, wie es zum Beispiel mein ehemaliger Logitech HD 27P konnte. Was das Ding auf dem Kasten hat, wie es aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Und damit willkommen zum Unboxing. So, wie gesagt, heute geht es um die C922 Pro Streaming Webcam vom Logitech. Das ist dieser kleine kompakte Kasten hier. Ich habe diese bei meinem Saturn für gut 80 Euro erworben. Und diese ist eine Webcam. Und diese Webcam hat eine Auflösung von 1080p mit 30 FPS oder 720p mit 60 FPS. Aber diese Webcam kann, wie gesagt, noch mehr. Was sie kann, schauen wir uns an. Zuerst machen wir diese aber mal auf. So. Dazu brauchen wir eine Schere, sehe ich gerade. Upsala. Was für ein Glück, dass wir rein zufällig hier auch eine Schere haben. So, wir gehen hier hin und machen das hier. Geschwind. Machen das hier geschwind mit der Serie weg. Wenn das denn nun gehen würde. Da wäre ein Messer fast gesickter gewesen. Wenn man kein Messer hat, muss man das halt mit dem aushelfen, was man hat, ne? So, dann können wir das hier auf so ein Gleis hier rausfahren. Und da ist das dicke Ding. Das hier, ob man es jetzt gesaltieren kann, das hier ist die Webcam. Hui. Die sieht schon deutlich hochwertiger und schicker aus wie meine alte. Ich kann meine alte leider nicht zeigen, weil ich es mit der gerade aufnehme. Aber wenn man es das hier mal anschaut, allein diese Webcam hier. Und diese Webcam hier, dieses Gerät hier, das ist das coole Ding. Das ist die coole Webcam. Und was die kann, schauen wir uns gleich an. Hier ist aber noch mehr drin. Hier ist nicht nur die coole Webcam drin, sondern hier auch noch das hier, was ist hier mal geschwind heraus hier. Und das ist ein cooles Stativ für die coole Webcam. Schauen wir uns auch gleich nochmal an. Und dann haben wir hier noch ein paar Zettel. And that's it. Wir packen es leer. So, erstmal ganz gesinnten Zettelkrimskrams. Hier haben wir einen Code, den ich jetzt im Nachhinein noch mit dem Balken versehen muss. XSplit, und zwar ein 3 Monate Premium Lizenz. Das heißt, ich konnte es 3 Monate XSplit Premium verwenden, wenn ich es wollen würde. Ich hab das mal im Petto. Echt ganz cool, dass das mal dabei ist. Dann haben wir hier noch eine Schnellanleitung, wobei das bei dieser Webcam eigentlich selbstverständlich sein sollte. Und dann haben wir halt auch noch, weil zu schön ist, das ganze Kleingedrückte. Komm mal so neben. Gleich nehmen wir alles meist. Nein, wir heben es auf, wir sind ja gute Leute. So, das hier ist das Stativ. Das machen wir mal jetzt für das erstes, weil ja, mir geht es eher um die Webcam, deshalb müsste das Stativ jetzt relativ schnell hier durchschnudeln, sag ich mal. So. Ja, das ist das schöne Ding. Und dieses schöne Ding, ja, das Stativ. So sieht's aus. Und es geht natürlich noch größer. Ja, das heißt, man kann hier an den Beinen ziehen und kann das dann, genau, das ist gerade richtig, was ich glaube, hier durch kann man das dann
Ah, nicht ziehen, sondern einfach dran dingsen. Da fährt man das aus. Dann hat man hier die Stativ. Ja, und dann kann man hier festschrauben. Dann kann hier drauf eben die Webcam kommen. Das ist aber ein ganz normaler Kamera-Dings, heißt die Webcam. Könnt ihr es, wenn ich wollt, jetzt zum Beispiel auch hier auf mein teures Profi. Kameragestell, also hier auf mein Profi-Kameragestell würde das, sieht man hier an Anschlüssen, auch drauf gehen. Das ist hier so ein langes Profi-Ding. So, kommen wir nun aber zum eigentlichen Gerät, nämlich hier der Webcam himself. So, hier ist ein Haufen von diesen Schutzstreifen. Die machen wir mal ab und dann sehen wir schon, das ist halt wirklich gut verarbeitete Qualität. Man merkt es, das ist die 80 Euro wert sind. Mein jetziger Logitech hat vielleicht, weil die 20 gekostet, 30. Also ein Bruchteil von dem hier, aber man merkt hier einfach die verdammt nochmal gute Qualität. Diese Webcam einfach mitbringt, ne? Wenn man sich das hier mal anschaut. Ja, und wie ist die Webcam jetzt aufgebaut? Das hier ist klar, das ist USB-Kabel mit einem USB-Stecker, der ab den Computer geht. Hier ist die 1080p-Linse. Und hier hat das, kann man das Ding. Ist auch noch was zum Abmachen. Kann man das Ding dann hiermit zum Beispiel am Bildschirm so befestigen. Alternativ kann man es hier rüber über dieses Ding hier, wenn man es wollen würde, auch hier an Stativ schrauben, like this. Ja, jetzt wissen wir, wie das Ding aussieht. Jetzt ist noch die Frage, was kann dieses Facecam? Dazu cut es jetzt geschwind, schließe an meinen Computer an und dann seht ihr mich gleich wieder, wie ich in OBS die Facecam einstelle. Bis gleich! So, drin sind wir jetzt hier im Computer in OBS und ich sage euch nun, wie ihr die Webcam einrichtet. Erstmal ganz kurz Entschuldigung dafür, dass da jetzt das Wasserlogo von den Aufnahmeprogrammen liegt, weil normalerweise nehme ich es ja mit OBS auf. Jetzt geht das halt nur nicht, wenn ich euch in OBS was halten möchte. Deshalb habe ich jetzt zu einem anderen Programm zurückgegriffen, was Freeware ist, deshalb dieses Wasserscheißen. So, ja, wie geht das mit der Facecam? Also, ihr habt jetzt hier ein Spiel. In meinem Fall ist das einfach nur ein Bild von Minecraft. Und ihr wollt jetzt davor die Logitech C922 Pro Streaming Webcam setzen. Okay. Easy gesagt, auch easy gemacht. Sagen wir jetzt, also man hat Quellen. Also, ich tue jetzt nicht großartig viel erklären, wie man jetzt wie wo was bei OBS einstellt. Da gibt es genügend Tutorials. Ich erkläre euch jetzt nur das wirklich Wichtigste. So, ihr wollt die Webcam benutzen. Also drückt ihr auf Plus, erstellt eine Quelle. Diese nennt ihr Videoaufnahmegerät. In meinem Fall, jetzt muss man das immer wieder hier hin tun. Webcam 2. So. Und jetzt sieht man die hier schon gleich, ist doch komplett falsch positioniert, aber an sich ist es mal da. So, lassen wir die Webcam mal bei dem. Rücken wir noch hier ein bisschen rüber. So. Also die Einstellung davon muss es wieder mal anzuhören. So, jetzt passt noch ganz gut. Jetzt haben wir hier eben unsere Webcam. So. Wie gesagt, das ist die C922 Pro Streaming Webcam. Was ist jetzt das Besondere an einer Webcam, wo man sagt, aha, das ist unbedingt nötig? So, jetzt haben wir hier die Webcam, drücken auf OK und nun wird uns hier unsere Webcam angezeigt. Ja, das ist alles ganz schön gut, kann man hier schön mit einem Controller. Kann man jetzt hier schön, wenn man lustig ist, hier Minecraft zocken und hat hier die Webcam. Das ist alles schon gut. Aber das kann halt jeder. Und das Besondere an der C920 Pro Streaming Webcam ist,
dass man den Hintergrund, das was man hier hinten sieht, einfach ausblenden kann. Ja, man kann dies einfach ausblenden und zwar ohne einen fetten Greenscreen aufgebaut zu haben. Das ist das Coole an der Facecam, das heißt, man braucht es zwangsweise ein Greenscreen. Für alle, die mich bis jetzt mal folgen, wissen, ja, es hat mir ein Greenscreen bestellt, da kommt die Tage auch an, weil ich einfach die beste Qualität haben wollte und das geht nur durch den Greenscreen. Aber wenn man es keinen Greenscreen anschaffen möchte, wegen Platzgründen oder ähnliches, geht das mit dieser angeblich auch ohne. Und wie das geht, das schauen wir uns jetzt an. So, um unseren Greenscreen jetzt verwenden zu können, brauchen wir dafür gesund eine Software, um das zu machen. So, denn wir brauchen Adapter und so weiter. Dafür gehen wir auf der Logitech-Seite auf Downloads. Und da brauchen wir die Logitech Gaming Software in 64-Bit. Wobei, ich glaube, wir brauchen Chroma Cam. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen, oder? Ja, das downloaden wir mal. Das dürfte passen. Und ja, sobald wir das Programm installiert haben, können wir dann darüber so als nächstes den OBS einstellen. Klar, ich werde selbst natürlich auf den richtigen Greenscreen zurückgreifen, weil ich das persönlich einfach besser finde als sowas hier, aber trotzdem, das was dabei rauskommt, ist sehr in Ordnung. So, jetzt installieren wir geschwind das Programm. So, ja, wir wollen iCree. So, jetzt installiert es das Programm. Das dauert jetzt ganz kurz. Und dann schauen wir uns das mal an, würde ich sagen. Ne? Sobald das fertig installiert ist, meldet sich. So, hier haben wir jetzt das Programm Chroma Cam entfernt und ersetzt ihren Hintergrund in ihre Lieblingsvideos-App. Starten Sie Ihre Video-App, zum Beispiel Skype. Wählen Sie Videoeinstellungen Chroma Cam. Entfernen, ersetzen Sie Ihren Hintergrund. Das funktioniert eben auch mit OBS. Mit vielen mehr. So, dann schauen wir zwar in OBS. Ich glaube, wir müssen OBS dafür neu starten, habe ich so einen Eindruck. Machen wir das Ganze jetzt geschwind und dann schauen wir uns das nochmal an. Ja, also wie gesagt, das wusste ich mal, braucht ihr eine Software dafür, Link dazu in der Videobeschreibung. Und hier haben wir schon Zugriff zulassen. So, und jetzt sollten wir bei der Webcam in Eigenschaft. So. Jetzt können wir mal schauen, wie man das jetzt hier einstellen. Hintergrund, warte mal ganz kurz. So, wir wählen hier Chroma Cam, müssen wir auswählen. Und ja, an sich funktioniert das schon mal. Das ist jetzt sehr interessant. Weil jetzt sind wir zumindest mal hier. Mehr oder weniger. Wenn ich mal meine Kopfhörer absetze, vielleicht sieht man mich dann. Na? Also ich habe jetzt, bei mir hat keinen normalen Hintergrund, deshalb sieht man mich jetzt vermutlich nicht so gut. Aber an sich, das ist interessant. Es ist interessant, also ja. Hätte es jetzt irgendeinen coolen Hintergrund meiner Wahl, würde das vermutlich noch besser aussehen, weil bis jetzt überzeugt mich das noch nicht gerade. Mal schauen, ich bleibe mich das Thema an und dann sehen wir jetzt mal weiter. Eins, ich muss mich bei Chroma Cam anmelden, fern den Hintergrund, nächster Hintergrund. Okay. So, jetzt sind wir hier zum Beispiel, man kann hier jetzt was hier in den Hintergrund einstellen. Sind wir hier vor einem grünen Hintergrund, das funktioniert, mein Mund ist halt so komisch rot irgendwie, ne? Das interessiert mich gerade. Oder diesen Hintergrund hier als Beispiel. Ne, es macht das, die Webcam ist ein bisschen Full HD setzen. Ja, du kommst wieder, sehr schön. Was sie eigentlich machen, weil ich jetzt hier gesagt mal die. Hallo? Jetzt hat. So, da haben wir das ja. Filter. Nein, transformieren. Ein bisschen großes Trecken. Ja. Und hier sehen wir es im Prinzip, ne? Also, das funktioniert. Das viel zu Teil, was sie in der Hintergrund haben, natürlich nicht wirklich so toll, sage ich mal. Hier kommen wir jetzt halt, wie gesagt, über die Programme mehr einstellen.
Hier sind wir, wie gesagt, einfach in Minecraft drin. Hehe. Oder hier vor einer Mauer. Ich denke, es war schon ganz cool, aber wie gesagt, mit einem richtigen Greenscreen sieht das Ganze halt noch professioneller und besser aus. Aber an sich ist das doch so, denke ich mal, ganz cool. Naja, weil natürlich, hier der Mund ist ganz komisch und weiter, aber wenn man jetzt irgendein Kuch oder sowas hier jetzt dahinter tun würde, würde das definitiv schon mal besser aussehen. Naja, und ich habe jetzt, ich nehme das hier auch gerade nochmal auf, damit ihr quasi direkt seht im Großbild, wie das aussieht, was ich hier mache. Seht ihr gleich nochmal hier eben jetzt in grün. Ne, wenn ich hier jetzt was Grünes anhätte, wäre es Mars zum Beispiel. Oder hier setze ich jetzt quasi von Schreibtisch. Das Setting gefällt mir eigentlich ganz cool, wo sie von Schreibtisch setzt. Es funktioniert halt mal mehr und mal weniger. Kommt halt auch aus Licht einfach drauf an. Wenn ich das Licht jetzt hier mehr in meine Richtung mache, kommt halt auf die ganzen Settings drauf an, aber es. Interessant, wie der Kopf links ist. Es ist interessant, wenn ich mal meine Cap hole als Beispiel. Hier. Das klappt das dann mit den Haaren. Besser. Ja, sieht man mich instant nur halb. Das ist auch eine sehr schöne Eigenschaft. Also, das funktioniert nicht so ganz, aber die Facecam weiß halt nicht so wirklich, aha. Was ist jetzt so Vordergrund und was ist jetzt so Hintergrund sein? Ja, es liegt es auch an Lichtverhältnissen. Ich weiß nicht. 2000 Jahre später. Ich denke es mal ganz cool. Und vor allem, es funktioniert halt auch, weil so wie dieses Ergebnis jetzt ist, habe ich kein Greenscreen hinten, also wirklich gar nichts, ne? Und davon muss ich sagen, dafür ist das hier eigentlich echt sick. Dafür. Für Greenscreen wäre mir das hier noch ein bisschen zu unflüssig. Aber denkt dran, es ist ohne Greenscreen. Mit Greenscreen sieht das Ganze besser aus. So. Ja, das ist rollt hier gerade total aus dem Bild raus. Soll dann auch mein Tutorial diesbezüglich gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Vielleicht seid ihr auch jetzt wie ich gerade total begeistert von dem Gerät. Das war's von mir. Zum Schluss können noch mal ein paar Aufnahmen, wie ich jetzt so im Vollbild aussehe. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.